Haben Sie sie gesehen? Sie ist tot. Man hat auf sie eingestochen. Zwei Männer rufen bei der Polizei an, um denselben Mord zu melden. Warum glauben Sie, dass sie ermordet wurde? Ja, das sieht man. Offensichtlich weiß keiner der beiden Männer vom anderen. Die Ermittler decken noch weitere ungewöhnliche Umstände auf. Winzige Pflanzensamen und ein Bonbonpapier führen auf die Spur einer Geschichte voller Rache. Pamela Sweeney hofft nach ihrer Scheidung auf einen Neuanfang. Sie hat sich in den Bauarbeiter Larry Fleck verliebt. Wir wollten heiraten oder wenigstens zusammen aus Minneapolis wegziehen. Ich weiß nicht. Wir beide hatten einfach eine schöne Zeit. Sie war wie ein kleines Kind, voller Leben. Ich weiß nicht, wie ich es sonst erklären kann. Sie hat einfach Licht ins Haus gebracht. Pamela arbeitet als Sekretärin für eine Computerfirma außerhalb von Minneapolis. Das Wichtigste in ihrem Leben ist ihr 5-jähriger Sohn Tony. 1991, kurz vor dem Memorial Day. Pam geht es nicht gut und darum bittet sie ihre Eltern, sich in der Nacht um ihren Sohn zu kümmern. Pam will ein Bad nehmen und danach ins Bett gehen. Vorher telefoniert sie noch mit ihrem Freund. Ich sagte, ich muss lange arbeiten, es wird spät. Sie antwortete, gut, ich möchte dennoch, dass du kommst. Ich wiederholte, es wird wirklich spät. Sie antwortete, ich möchte, dass du heute Abend vorbeikommst. Fleck behauptet, er sei gegen 3 Uhr morgens bei Pam eingetroffen. Als er in ihr Schlafzimmer kommt, sieht er, dass etwas Schreckliches passiert ist. Ich habe Blutflecken am Kopfende gesehen. Und sie lag quer im Bett, eingewickelt in eine Decke. Ich wollte es eigentlich nicht machen, aber ich habe die Decke genommen und sie zurückgerollt. Und da lag sie. Fleck läuft zu den Nachbarn, um die Polizei zu alarmieren. Okay, haben Sie sie gesehen? Sie ist tot. Man hat auf sie eingestochen. Okay, warten Sie einen Moment. Kommen Sie schnell. Okay, Larry. Keine 2 Minuten später, die Polizei ist schon unterwegs, geht ein zweiter Notruf ein. Diesmal ist es Pamelas Kollege Patrick Walsh. Sind Sie im Haus von Frau Sweeney? Ja. Okay, was gibt es für ein Problem? Jemand ist ermordet worden. Okay, wer? Pam Sweeney. Pam Sweeney? Ja. Wir hatten 2 Männer, die anriefen und sagten, dass einer Frau, die sie kennen, etwas Schreckliches passiert sei. Und sie bräuchten die Polizei. Beide Männer machen bei der Polizei ihre Aussage. Larry Fleck behauptet, Pam hätte ihn zu sich eingeladen. Den Tatort hätte er nur verlassen, weil er vermutete, der Mörder sei noch dort. Patrick Walsh sagt aus, er wäre nach einem Barbesuch auf dem Weg nach Hause bei Pam vorbeigefahren. Er hätte Licht gesehen und wollte nachschauen, wie es ihr geht, weil sie sich an diesem Tag krank gemeldet hatte. Es ist kurz nach 3 Uhr morgens. Am Tatort gibt es eine Tote und 2 Verdächtige. Eine höchst ungewöhnliche Situation. Die Männer kennen sich nicht, aber beide kennen das Opfer. Jeder war verdächtig. Als sie dorthin kamen, trafen sie auf Patrick Walsh. Er war verdächtig und wurde verhaftet. Dann untersuchten sie den Tatort. Larry Fleck wurde von einem Beamten bei den Nachbarn festgenommen. Auf Pam Sweeney ist 4-mal geschossen und 4-mal eingestochen worden. Ihre Kleidung wurde teilweise entfernt. Du erstarrst. Es ist wie ein Schlag. Dein Herz sackt dir in den Magen. Und man weiß nicht, es ist wie ein Rauschen im Kopf. Du verstehst nicht, was um dich herum passiert. Die Polizei fragt Pams Eltern, wer ihre Tochter ermordet haben könnte. Sie haben sofort eine Antwort. Ich dachte, ihr Ex-Mann hätte es getan. Er hatte über 30 Waffen im Haus. Er war ein großer Waffensammler. Darunter waren einige schwere Schusswaffen. Das Erste, was ich dachte, war, weil es Pam ist, muss es Mike gewesen sein.
Well, since it's Pam, it's gotta be Mike. Am Tatort deutet nichts auf einen Einbruch hin. Alles spricht dafür, dass Pam ihren Mörder gekannt hat. Wir vermuteten, dass er nach dem letzten Schuss, als sie tot war, den Körper aus Reue komplett zugedeckt hatte. Wir glaubten, er machte das, um nicht ansehen zu müssen, was er getan hat. Aus den Augen, aus dem Sinn. Im Haus werden keine Tatwaffen gefunden. Doch als die Sonne aufgeht, sehen die Ermittler auf dem Rasen Fußspuren im Tau. Sie führen ins Unterholz hinter dem Haus. Die Beamten krochen auf Knien durchs Unterholz, Zentimeter für Zentimeter. Ganz hinten haben sie dann ein Messer gefunden, das bis zum Schaft im Boden steckte. Außerdem lag ein kleiner Revolver unter ein paar losen Brettern hinter dem Schuppen. Das Messer passt zu einem Küchenset aus Pams Haus. Die Pistole hat das gleiche Kaliber wie die Tatwaffe. Beide Waffen sind von Blut und Fingerabdrücken gereinigt worden. Dann finden die Ermittler bei ihren Durchsuchungen eine weitere Spur. Im Truck von Patrick Walsh liegt ein Bonbonpapier. Die gleiche Marke wird auch in einer von Pams Küchenschubladen gefunden. Auf dem Papier stehen Produktionsnummern. Als die Polizei die Nummern der Bonbonpapiere vergleicht, stimmen sie überein. Wir schlossen daraus, dass dieser Mann, während er in der Wohnung war, die Ruhe hatte, ein Bonbon aus der Schublade zu nehmen und es zu essen. Das passt jedoch nicht zu Walshs Aussage. Er behauptet, sofort nach dem Leichenfund die Polizei alarmiert zu haben. Dann sei er zu seinem Auto gelaufen, um Hilfe zu holen. Wenn das stimmt, hätte er sich dann auf dem Weg zum Auto noch ein Bonbon genommen? Eigenartig ist zudem, dass Walshs Auto in einem Graben neben Pams Einfahrt festgefahren ist. Walsh sagt aus, er sei dort aus Versehen hineingefahren, als er Hilfe holen wollte. Sowohl Patrick Walsh als auch Pams Freund Larry haben Blutflecken auf ihren Hosen. Beide behaupten, dies sei beim Berühren der Leiche passiert. Experten wie der Kriminalbiologe Dr. Mark Benecke können solche Behauptungen anhand einer Analyse überprüfen. Blut kann auf verschiedene Weisen übertragen werden. Wenn ich ein blutiges Opfer finde, kann natürlich Blut an mich übertragen werden, allerdings nur in Form einer Kontaktspur. Es wird also weder spritzen, noch wird es schmieren, sondern wenn ich ein normaler Mensch bin, dann werde ich mich vielleicht kurz darüber beugen und nur auf der eigentlichen Höhe des Opfers geringe Kontaktübertragungen dieses Blutes haben. Doch bevor die Blutflecken analysiert werden, untersuchen die Kriminalisten die Kleidung noch auf andere Hinweise. Bei der Untersuchung von Kleidungsstücken und von Mikrospuren versucht man möglichst offen vorzugehen und fotografisch nicht nur die Blutspuren zu dokumentieren, sondern hinterher im Labor wirklich durch Ausschütteln auch noch andere Bestandteile zu finden. Das kann etwas sein, was staubartig oder wie Schmutz erscheint. Wenn man es aber dann genauer vergrößert, kann es sehr hilfreich sein, biologische Spuren wie zum Beispiel kleine Tiere oder kleine Pflanzenteile herauszusortieren und dem entsprechenden Gelände, was man da in Verdacht hat, zuzuordnen. Und tatsächlich entdecken die Ermittler auf Patrick Walshs Kleidung etwas Verdächtiges. Als Patrick Walsh ins Untersuchungsgefängnis kam, wurden ihm auch seine Kleider, Schuhe und Socken abgenommen. Wir haben hinten an seinem Hemd ein Blatt gefunden. In seinen Schuhen fanden wir eine Anzahl verschiedener Arten von Pflanzen. Doch die Ermittler zweifeln. Können ein Blatt und winzige Pflanzen einen Mörder überführen? Als die 35-jährige Pamela Sweeney ermordet wird, hat die Polizei drei Verdächtige. Pams Ex-Mann, ihren Freund und einen Kollegen. Pams Ex-Mann war am Abend der Tat mit Freunden unterwegs. Damit scheidet er als Verdächtiger aus. Auch Pams Freund Larry Fleck behauptet, nichts mit der Tat zu tun zu haben. Sie haben mich gefragt, wie lange wir uns schon kennen und ob ich immer mitten in der Nacht bei ihr vorbeifahren würde. Warum ich so spät am Abend noch zum Haus gegangen bin. Sie haben mich im Grunde genommen gefragt, ob ich es war. Ich sagte nein. Wissen Sie, ich liebe diese Frau. Warum sollte ich so etwas tun? Als Patrick Walsh in den Fokus rückt, sagen Familie und Freunde, dass sie das nicht überrascht.
Er hat sie bei der Arbeit angerufen. Er hat sie 6 Monate lang am Telefon belästigt, doch die Polizei konnte nichts dagegen tun. Pastor Thomas Braun bekam ein paar Monate vor dem Mord einen Anruf von Pam. Da war viel Angst in ihrer Stimme. Sie war fertig. Sie konnte nicht gerade ausdenken. Sie war emotional und physisch ein Wrack. Walsh ist verheiratet und Pams Vorgesetzter in der Firma. Pam hat Freunden erzählt, dass Walsh oft mit ihr ausgehen wollte und ein Nein nicht akzeptierte. Er kam des Öfteren unangemeldet zu ihr nach Hause und machte unaufgefordert Arbeiten, um ihre Zuneigung zu gewinnen. Er hat ihr monatelang aufgelauert. Er war völlig besessen von ihr, körperlich, im Kopf, mit seinem ganzen Wesen. Sie hat mir nie etwas davon erzählt. Sie hat nie gesagt, dass jemand sie verfolgt oder ihr nachstellt. Sie hat mir nie ein Wort gesagt. Doch Pam meldet die Belästigungen der Polizei. Dort sagt man ihr jedoch, dass Walsh nicht gegen das Gesetz verstoßen würde und man nichts machen könne. Bei der Suche nach Beweisen konzentrieren sich die Ermittler auf die gefundenen Pflanzenteile an Walshs Kleidung und Schuhen. Walsh sagt, dieser wären wohl dorthin gekommen, als er über Pams Rasen zu seinem Auto gelaufen sei. Das bringt die Ermittler auf eine Idee. Wir machten etwas, das wir noch nie zuvor getan hatten. Wir haben die Universität in Minnesota kontaktiert und nach einem forensischen Taxonomisten gefragt. Ein Taxonomist ist Experte für lebende Organismen, wie die Botanikerin Dr. Anita Kolewa. Sie untersucht die Blätter, Gräser und anderen Pflanzenteile, die an Walshs Kleidung gefunden wurden. Ich habe Gras vom Rasen gefunden, Fingerhirse und seltsamerweise auch einige Weizengrassamen. Weizengras ist ein Unkraut. Es produziert jedoch selten Samen, da die meisten Leute ihren Rasen mähen, bevor es anfängt zu blühen. Die Weizengrassamen an Walshs Kleidung sind also relativ selten und ungewöhnlich. Dr. Kolewa entdeckt noch eine weitere Spezies an Walshs Kleidung. Espensamen. Espen gibt es in Minnesota ziemlich viele, doch es ist kein Baum, den man in Gärten findet. Findet man eine pflanzliche Spur in einer Umgebung, in der sie eigentlich selten anzutreffen ist, hat das einen besonders hohen Aussagewert. Finde ich also ein Eichenblatt in einem Eichenwald, wird mir das sehr wenig sagen. Finde ich hingegen ein Espenblatt, was ich normalerweise nur im Wald erwarte, in einem Garten, der von Menschen angelegt wurde, dann ist das etwas sehr Seltenes und ordnet vielleicht auch diese biologische Spur wirklich genau diesem Fundort zu. Die Kombination von Espensamen und Weizengras verrät Dr. Kolewa, dass Patrick Walsh in einem waldigen Gebiet mit hohem Unkraut gewesen ist. Im Garten von Walshs Haus findet Dr. Kolewa weder Weizengras noch Espensamen. Dann untersucht sie das Grundstück von Pam Sweeney. Hinter Pamelas Schuppen entdeckt Dr. Kolewa ein Stück Wiese, das ungemäht und zugewuchert ist. Es gab dort jede Menge Weizengras und einige andere Sachen. In jedem Fall Weizengras, das im Unterholz ganz klar geblüht und sich ausgesät hatte. Außerdem stehen auf dem Grundstück einige Espen. Die Gegend, die Dr. Kolewa identifiziert, ist genau der Ort, an dem die Ermittler die Mordwaffen gefunden haben. Die Botanikerin ist überzeugt, dass die Samen an Walshs Kleidung frisch sind. An seiner Kleidung wären die Samen nicht lange haften geblieben. Es musste erst vor kurzem passiert sein, da sie noch an seiner Hose und den Schuhen hafteten. Doch als Beweismittel reicht das nicht. Deshalb kehrt die Polizei zu traditionellen kriminologischen Methoden zurück. Sie analysiert die Blutflecken an Kleidung und Tatort. Patrick Walsh behauptet, er hätte Pams Körper kurz gerüttelt, um zu sehen, ob sie noch lebt, bevor er das Zimmer verließ. Doch das Blut an seiner Kleidung erzählt eine andere Geschichte. Die Flecken an seinen Hosenbeinen ließen darauf schließen, dass er mit sehr viel Blut von ihr in Kontakt gekommen war. Und die gefundenen Blutspritzer wiesen darauf hin, dass er ihr sehr nah war, als auf sie eingestochen wurde. An einem Täter, der aktiv auf ein Opfer eingewirkt hat, werden sich ganz andere Blutspuren finden, als an einem Menschen, der relativ passiv das Opfer gefunden hat. Der Grund dafür ist, dass der
relativ passive Finder einfach nur Kontaktspuren übertragen wird, also eigentlich nur kleine Flecken in eben genau der Höhe hat, in der sich das Opfer auch befindet, während der Täter sehr viele Spuren hat, die aus der Gewalteinwirkung und der Beschleunigung des Blutes stammen. Die haben eine völlig andere Form, sind auch völlig anders verteilt und werden sich auch in einer ganz anderen Höhe finden. Nach Größe und Form der Flecken stammt das Blut an Walshs Hosenbein von einem sich bewegenden, blutüberströmten Objekt. Die Ermittler finden auch Blutspritze an der Decke über dem Bett. Sie sind kreisrund, das heißt, das Blut ist bei dem Angriff senkrecht nach oben gespritzt. Durch die Blutspritzer bekamen wir einen Eindruck, wo sich Pam befunden hat, was für eine Art Angriff und wie brutal er war und wie das Messer geschwungen wurde. Ich konnte anhand der Blutspritze an den Wänden bestimmen, wo genau der Angriff stattgefunden hatte. Es war direkt auf dem Bett, in dem sie gefunden wurde. Genau dort wurde sie angegriffen. Ein Messerangriff kann sehr typische Beblutungsmuster am Täter und auch in der sonstigen Umgebung erzeugen. Es hängt aber davon ab, wie man das Messer hält. Wenn man das Messer natürlich so direkt einführt, wird das ein anderes Blutspurenmuster ergeben, als wenn man schwungvoll das Messer führt. Hier entstehen nämlich zusätzlich Werkzeugspuren bei dieser schwungvollen Bewegung. Während wenn ich das Messer so führe, wird vom Messer an sich eventuell kein Blut verschleudert. Pam wurde im Schlafzimmer erstochen. Doch geschossen wurde auf sie woanders. Eine Blutspur führt von der Diele ins Schlafzimmer. In der Diele finden die Ermittler Patronenhülsen auf dem Boden. Wir vermuteten, dass sie im Parterre angeschossen und dann nach oben geschliffen oder getragen wurde. Dort wurde sie dann erstochen. Sie ist sehr wahrscheinlich an den Stichwunden und nicht an den Schussverletzungen gestorben. Ein Blutfleck auf Patrick Walshs Hose deutet darauf hin, dass er eine blutende Person getragen haben könnte. Zudem können die Ermittler rekonstruieren, weshalb Walsh die Polizei angerufen hat, um den Mord zu melden. Als Patrick Walsh in Panik in seinen Pickup-Truck stieg und versuchte, den Ort des Mordes zu verlassen, schätzte er die Einfahrt falsch ein und fuhr in den Graben. Es ist mittlerweile 3 Uhr morgens. Er hat gerade eine junge Frau ermordet und sein Pickup-Truck steckt hoffnungslos im Graben fest. Was macht man da? Eine Woche vor ihrem Tod hat Pam Sweeney ihrer Familie erzählt, dass sie ihren Zweitschlüssel nicht finden kann. Sie überlegte, ob sie das Schloss austauschen lässt. Am Tag ihres Todes tauchen die Schlüssel wieder auf. Auf dem Vordersitz von Patrick Walshs Auto lagen tatsächlich Pamela Sweeneys Schlüssel. Es gab also einen direkten Bezug. Er konnte nie wirklich erklären, wie sie dahin gekommen sind. Die Polizei glaubt, dass Walsh die Schlüssel gestohlen hat, als er und Pam im Büro waren. Offensichtlich hatte er den Mord geplant. Etwa eine Woche vor dem Mord hat er eine Ex-Freundin angerufen und seine Kaliber .22-Pistole zurückverlangt. Er hatte sie verliehen und wollte sie jetzt wiederhaben. Er sagte, dass er damit auf Elchjagd gehen wolle. Doch wir haben später herausgefunden, dass dieser Ausflug erst 8 Monate später stattfinden sollte. Wir nahmen deshalb an, dass er aktiv damit beschäftigt war, den Mord im Voraus zu planen. In Walshs Haus findet die Polizei Patronenhülsen einer Kaliber .22-Waffe. Sie werden ins FBI-Labor zur Neutronenaktivierungsanalyse geschickt. Sie konnten feststellen, dass das Bleigemisch der Bleiteilchen, die in Frau Sweeneys Schädel gefunden wurden, mit dem Bleigemisch der Patronen übereinstimmte, die man in Mr. Walshs Wohnung gefunden hatte. Ein paar Jahre zuvor soll Walsh bereits 8 Frauen tätlich angegriffen haben und er wurde schon einmal des Mordes verdächtigt. Die Staatsanwälte vermuten, dass Patrick Walsh sich rächen wollte, weil Pam Sweeney ihn zurückgewiesen hat. Ich glaube, dass es ihn wahnsinnig wütend gemacht hat. In seinem durchgedrehten psychotischen Hirn hat er gedacht, wie kannst du mich abweisen, wo ich doch all diese gütigen Dinge für dich gemacht habe? Wie kannst du es wagen? Und so rekonstruieren die Ermittler die Mordnacht. Gegen 23 Uhr dringt Patrick Walsh in Pams Haus ein. Sie schläft bereits. Pam hört etwas und steht auf, um nachzusehen. Im Flur trifft sie auf Walsh. Erschrocken über den Eindringling kommt es zum Streit. Walsh feuert erst 2 Schüsse in den Boden, wahrscheinlich um Pam Angst einzujagen.
Die nächsten 4 Schüsse treffen. Walsh schleift Pam ins Schlafzimmer und sticht auf sie ein. Pams Blut spritzt an die Decke und auf seine Kleidung. Dann deckt er die Leiche zu, für die Polizei ein Hinweis, dass der Mörder sein Opfer kennt. Die Indizien deuten darauf hin, dass Walsh lange genug in der Wohnung bleibt, um eine Cola zu trinken und ein Bonbon zu essen. Als er in sein Auto steigt, begeht er einen Fehler und wirft das Bonbonpapier achtlos auf den Beifahrersitz. Versehentlich fährt er dann mit dem Auto in den Graben am Rande der Einfahrt und bleibt stecken. Walsh geht ins Haus zurück und sucht im Keller etwas, womit er seinen Wagen frei bekommen kann. Dann kommt überraschend Pams Freund, Larry Fleck, vorbei. Als Fleck den Mord entdeckt, läuft er zum Haus der Nachbarn, um Hilfe zu rufen. Walsh muss schnell handeln. Er versucht noch einmal, sein Auto zu bewegen, doch er kommt nicht frei. Jetzt muss er die Mordwaffen verschwinden lassen. Als er hinter das Haus läuft, um die Mordwaffen im Unterholz zu verstecken, heften sich Teile verschiedener Pflanzen an seine Kleidung. Da er weiß, dass sein Auto entdeckt wird, hat er keine andere Möglichkeit, als selbst bei der Polizei anzurufen und den Mord zu melden. Mir war klar, dass der Angeklagte im Unterholz gewesen ist. Ich weiß nicht, wie er dieses Material sonst an seine Hose bekommen hätte, nachdem die Ermittler wussten, wo er zur Tatzeit und in den 24 Stunden vorher gewesen ist. Die Ironie ist, dass er an diesen Ort ging und sich die Erde und die Samen der Bäume an ihn hefteten. Er brachte sich selbst mit dem Ort und den Beweisen in Verbindung, mit denen er nicht in Verbindung gebracht werden wollte. Ich glaube, das war ziemlich wichtig. 7 Monate nach dem Tod von Pamela Sweeney wird Patrick Walsh wegen Mordes angeklagt. Die Fülle der gerichtsmedizinischen Beweise gegen ihn ist überwältigend. Es ist unglaublich, wenn man in einem Mordfall ermittelt und tausende von Puzzleteilen hat. Wenn man überzeugt ist, dass man den richtigen hat, ist es unglaublich, wie sich die Puzzleteile zusammenfügen, perfekt zusammenpassen. Patrick Walsh wird zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Patrick Walsh ist ein Psychopath und der vielleicht gefährlichste Mann, den ich je gesehen habe. Ich bin für die Todesstrafe, aber andererseits, wenn ich bedenke, wie es ihm im Gefängnis ergehen wird, glaube ich, dass es für ihn jetzt wahrscheinlich schlimmer ist, lebendig zu sein als tot. In dieser ruhigen Wohngegend sieht oder hört niemand etwas Ungewöhnliches, als eine Frau in ihrem Haus ermordet wird. Doch mit Hilfe einer Überwachungskamera, eines Fingerabdrucks und einer forensischen Computeranalyse kann innerhalb von 12 Stunden ein Verdächtiger in einem anderen Bundesstaat festgenommen werden. 1997 zieht Eskeline DeBoard in ein Wohnviertel von Knoxville, Tennessee. Nur ein paar Straßen entfernt wohnen ihre Tochter und ihr Enkelsohn. Als ich schwanger wurde, zog sie zu mir nach Knoxville. Die Familie war ihr sehr wichtig. Sie war gerne mit den Kindern zusammen. In der Gegend gibt es so gut wie keine Kriminalität. Wenn man die verschiedenen Teile dieses Landes miteinander vergleicht, würde ich sagen, dass sich alle darüber einig sind, dass der Bezirk Knox eine der sichersten Gegenden in diesem Land ist. Hier leben fast nur Familien. Es gibt viele Kinder in der Nachbarschaft. Schöne Gärten, weiße Gartenzäune. So richtig, wie man sich ein Bilderbuch Amerika vorstellt. Sehr schön. Eskeline arbeitet zu Hause. Sie überträgt am Computer medizinische Daten für die Universität von Kentucky. Ihre freie Zeit verbringt sie mit der Familie. Meine Mutter hat meinen Sohn jeden Tag gesehen. Und sie haben oft am Telefon miteinander gesprochen. Sie hat ihn vermisst. Sie lief die 2 Blocks von ihrem Haus zu meinem, weil sie sagte, ich brauche das jetzt, ich muss bei ihm sein.
Am späten Nachmittag des 20. August 2001 fällt Liz auf, dass sie seit dem Morgen nichts mehr von ihrer Mutter gehört hat. Sie hat mich immer gegen 5 oder 5:30 angerufen. Wenn sie nicht bei mir war, rief sie spätestens um 5, kurz vor dem Abendessen oder 5:30 an. Ich hatte nichts von ihr gehört und um etwa 6:30 fing ich an, mir Sorgen zu machen. Bei Eskelin nimmt niemand ab. Auch der Anrufbeantworter schaltet sich nicht ein. Ich stieg also in mein Auto und fuhr zu ihr rüber. Die Türen waren verschlossen und die Jalousien runtergezogen. Meine Mutter liebte das Licht, das war also ungewöhnlich. Ich benutzte meinen Schlüssel, um reinzugehen, und da habe ich sie auf dem Boden gefunden. Eskelin DeBoard ist ermordet worden. War die Tür verschlossen, als Sie reingingen? Ja, überall liegen Sachen. Ihr Portemonnaie ist nicht in der Handtasche. Und die Kreditkarten sind auf dem Boden verstreut. Das Telefonkabel ist durchgeschnitten. Deswegen ist der Anrufbeantworter nicht angesprungen. Sie haben alle Schränke durchwühlt. Und das Fenster nach hinten ist zu. Das Haus ist verwüstet. Auch der Schmuck wurde durchwühlt. Die Tote hat Schnittwunden und Blutergüsse an den Armen. Ein Zeichen, dass sie sich heftig gegen ihren Angreifer gewehrt hat. Eskelins Brieftasche ist leer. Einige ihrer Kreditkarten liegen auf dem Teppich, die meisten fehlen jedoch. Er hat alles aus ihrer Brieftasche genommen, jedes winzige Papier, unter anderem das kleine Stück mit ihren PIN-Nummern für die Kreditkarten. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass der Täter sich gewaltsam Einlass verschafft hat. Das sagte uns, dass sie die Person entweder kannte oder dass sie an der Haustür überrascht worden war. Die Tür stand für wen auch immer offen. Wir wussten es wirklich nicht. Der erste Eindruck, es war jemand, den sie kannte, weil er nicht gewaltsam eingedrungen war. Doch Eskelins Tochter glaubt das nicht. Sie war so zurückhaltend, sie war sehr ruhig und eine sehr unkomplizierte Person. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der sie kannte, jemand, den sie kannte, ihr wehtun wollte. In der Küche finden die Ermittler eine Dose Cola, ein Wasserglas und einen Zigarettenstummel auf dem Boden. Dieser Täter hat eine ganze Weile in dem Haus verbracht. Er nahm sich Zeit, um etwas zu essen, ein bisschen Cola zu trinken. Er hatte alles unter Kontrolle. Liz sagt den Ermittlern, dass auch das Auto ihrer Mutter verschwunden ist. Wir hielten mit anderen Kollegen in der ganzen Gegend Ausschau nach dem Auto, denn es war anzunehmen, dass derjenige, der Eskelin DeBoard umgebracht hatte, auch ihr Auto besaß. Die Polizei befragt alle Nachbarn. Doch niemand hat etwas Ungewöhnliches gehört oder gesehen. Innerhalb von 20 Minuten nach meiner Ankunft am Tatort hatte ich in der Gegend 60 bis 65 Leute, die an dem Fall arbeiteten. Leider ist es so, dass wenn so ein Fall nicht innerhalb von 24 Stunden gelöst wird, sehr viel sehr schnell passieren kann. Beweise können zerstört werden und die Spur wird sehr schnell kalt. Wie die Polizei erfährt, kann auch ein Fremder ungehindert in das Haus des Opfers gelangt sein. Liz sagt aus, dass ihre Mutter häufig die Haustür unverschlossen ließ. Sie wollte es mir leichter machen. Wenn ich etwas in den Händen hatte oder meinen Sohn trug, dann konnte ich einfach reingehen und musste nicht erst mit dem Schlüssel rumfummeln. Sie dachte an mich. Im Haus werden die Beweise sichergestellt. Wir fanden Fingerabdrücke an 2 Gläsern. Die Stelle, wo die Abdrücke waren, bestätigte, dass jemand die Gläser oben angefasst und dort reingetragen hatte. Die gefundenen Abdrücke werden in ein automatisiertes Fingerabdruck-Identifizierungssystem eingegeben, das sogenannte AFIS. Dort werden sie mit Millionen von Fingerabdrücken in landesweiten Datenbanken verglichen.
Diese international eingesetzte Technik erleichtert auch Ermittlern wie Hans-Herbert Frank vom Landeskriminalamt Niedersachsen die Identifizierung von Straftätern. Die besondere Bedeutung von AFIS liegt darin, dass diese Technik die Möglichkeit eröffnet, in großen Datenbeständen Spuren zu recherchieren. Eine solche Arbeit in solch großen Beständen ist manuell nicht leistbar. Doch die Suche führt nicht sofort zu einem Ergebnis. Manchmal braucht es Stunden, vielleicht sogar Tage, denn man prüft Millionen Einträge. Die DNA des am Tatort gefundenen Zigarettenstummels wird im gerichtsmedizinischen Labor analysiert. Zuerst wird der Zigarettenstummel in ein Röhrchen mit einem chemischen Gemisch getan, das alles auflöst, bis auf die Epithelzellen von der Zigarette. Eine reiche Quelle für DNA. Damit die DNA frei schweben kann, wird Phenolchloroform dazugegeben. Die DNA-Sequenz wird dann im Reagenzglas mit Hilfe eines Polymerase-Kettenreaktionstests vergrößert. Erst dann ist die Probe groß genug, um sie zu analysieren. Für die Ermittler steht fest, die DNA vom Zigarettenstummel ist vermutlich die des Mörders. Als nächstes untersuchen forensische Experten Eskelins Computer, um ihre passwortgeschützten Dateien einzusehen. Dabei stoßen sie auf einen wichtigen Hinweis. Als wir uns Eskelin DeBoards Computer ansahen, stellten wir fest, dass sie um 12.21 Uhr am Tag des Mordes eine E-Mail geschickt hatte. Daher nahmen wir an, dass sie zu diesem Zeitpunkt noch lebte und offensichtlich am Computer saß. Bevor der Unbekannte in ihr Haus eindrang, hatte sie mit jemandem Kontakt. Die Ermittler stellen fest, dass ihr Computer sich 3 Minuten, nachdem sie die E-Mail verschickt hatte, automatisch abgeschaltet hat. Das bedeutet, dass Eskelin nach 12.30 Uhr getötet wurde. Wir versuchten, einen Zeitrahmen für den Tod abzustecken. Gleichzeitig bemühten wir uns festzustellen, ob es in der Gemeinde zu dieser Zeit irgendetwas Ungewöhnliches gab. Die Nachbarn berichten der Polizei, dass an diesem Nachmittag Zeitschriftenvertreter von Tür zu Tür gegangen sind. Viele Leute erzählten uns, dass diese Vertreter in ihren Wohnungen und Häusern waren, in der Zeit zwischen 11 Uhr morgens bis fast 4 Uhr nachmittags. Vertreter müssen eine Genehmigung der örtlichen Behörden haben, bevor sie von Tür zu Tür gehen dürfen. Doch in dieser Woche wurden keine Genehmigungen erteilt. Sheriff Tim Hutchison weiß, dass viele Vertreter aus anderen Bundesstaaten normalerweise im örtlichen Motel übernachten. Meistens holt ein Firmenwagen die Vertreter morgens ab, bringt sie in die Gegend, wo sie tätig werden sollen, und abends wieder zurück ins Motel. In der Vergangenheit hatten wir manchmal Probleme mit diesen Leuten. Sie waren aufdringlich, besonders Frauen gegenüber. Und es kam zu Streitigkeiten und Handgreiflichkeiten. Natürlich ging da sofort eine Alarmglocke an, als wir am Tatort hörten, dass an diesem Nachmittag Zeitschriftenvertreter in der Nachbarschaft waren. Die Polizei überprüft mehrere Motels in der Gegend. Ohne Ergebnis. Die Ermittler verfolgen aber noch andere Spuren. Der Täter hat eine Reihe von Eskelins Kreditkarten mitgenommen. Die Ermittler vermuten, dass er versuchen wird, sie zu benutzen. Also durchsuchten wir die Schubladen nach alten Rechnungen, auf denen die Kreditkartennummern standen und von welcher Bank sie waren. So fanden wir heraus, welche Karten fehlten. Die Polizei ruft bei den Banken an und bittet, sofort zu melden, wenn diese Karten benutzt werden. Doch tappt der Mörder wirklich in die Falle? Nur wenige Stunden nach dem Mord an Eskelin DeBoard meldet ihre Bank, dass jemand ihre Kreditkarte am Automaten einer örtlichen Tankstelle benutzt hat. Er hatte am Geldautomaten etwa 80 Dollar abgehoben. Die Ermittler überprüfen die Videoaufzeichnungen der Sicherheitskamera in der Tankstelle. Auf dem Band entdecken sie einen großen, schlanken Mann, der ein weißes Hemd und eine schwarze Krawatte trägt.
Er bleibt etwa 8 Minuten an dem Geldautomaten. Danach holt er sich ein Getränk und bezahlt. Es sieht aus, als würde er die Kassiererin nach einer Wegbeschreibung fragen. Wer auch immer Escaline DeBoards Kreditkarte benutzt hatte, er trug ein weißes Hemd und eine schwarze Krawatte. Wir nahmen an, dass einer der Vertreter bei ihr in der Wohnung war. Alle Nachbarn sagten, dass die Vertreter, die bei ihnen waren, weiße Hemden und eine schwarze Krawatte trugen. Die Ermittler befragen die Kassiererin an der Tankstelle. Sie kann sich gut an den Mann erinnern. Er sagte ihr, er sei aus New York und fragte nach dem Weg zum Motel auf der Paper Mill Street. Die Polizei fährt sofort zu dem Motel. Dort stehen 2 Vans, ähnlich denen, wie sie Vertreterfirmen benutzen. Auf der anderen Straßenseite entdeckt die Polizei Escaline DeBoards Auto. Es wird sofort auf Fingerabdrücke untersucht. Als wir mit den Zeitschriftenvertretern in dem Motel sprachen, fanden wir heraus, dass einer ihrer Kollegen nicht am Treffpunkt Zurückfahrt um 16 Uhr erschienen war. Es ist der 23-jährige Roger Broadway aus New York. Zuerst wollte uns der Manager der Zeitschriftenvertreter keine Informationen geben. Doch als der Sheriff droht, seine Vans zu konfiszieren, ändert er seine Meinung. Er fing an, uns zu erzählen, dass einer seiner Mitarbeiter, der aus New York sei, erfahren hätte, dass ein Verwandter krank sei und er sofort zurück nach Hause fahren müsse. Der Manager gibt zu, dass sie Leute mit krimineller Vergangenheit einstellen würden, sie aber alle rehabilitiert wären. Der Manager erzählte uns, dass sie viele Leute aus Übergangshäusern in den Innenstädten einstellen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, Geld zu verdienen und aus der Stadt rauszukommen. Roger Broadway sagte seinem Chef, er müsse sofort nach New York City, da es in seiner Familie einen Notfall gäbe. Der Manager brachte Roger Broadway zum Busbahnhof, kaufte ihm ein Ticket und setzte ihn in einen Bus zurück nach New York. Die Polizei handelt schnell. Sie weiß, dass sie Broadway fassen muss, bevor er aus dem Bus steigt. Wenn er es zurück nach New York geschafft hätte, woher er stammte, wäre es unmöglich gewesen, ihn dort zu finden. Er kennt sich dort aus. Und diese Leute, wenn sie wissen, dass sie verfolgt werden, können für eine lange Zeit untertauchen. Er wäre abgetaucht, da bin ich mir sicher. Nachforschungen ergeben, dass Roger Broadway wegen eines gewalttätigen Überfalls im Gefängnis gewesen ist. Die Ermittler erkundigen sich nach der Strecke des Busunternehmens. Sie führt über die Bundesstraße 81 nach New York. Da bekannt ist, wann der Bus in Knoxville abgefahren ist und wie schnell er ungefähr fährt, können die Ermittler abschätzen, wo er sich zurzeit befindet. Kurz nach Mitternacht stoppt die Polizei den Bus im US-Bundesstaat Virginia. Als die Polizisten in den Bus steigen, ergibt sich Roger Broadway ohne Gegenwehr. In seinem Gepäck finden die Ermittler blutige Kleidung, Escaline DeBoards Verlobungsring und ihren Autoschlüssel. Er hatte etwas in seiner Hosentasche, das meine Mutter getragen hatte. Das war entsetzlich. Es war ein entsetzliches Gefühl, dass er etwas berührt hatte, das ihr gehörte und das sie berührt hatte. Broadways Fingerabdrücke werden mit denen an den Gläsern vom Tatort und denen auf Escalines Autofenster verglichen. Ein Computerprogramm identifiziert einzelne Merkmale des Fingerabdrucks, hier grün gekennzeichnet. Der Fingerabdruck ist so aufgebaut, dass unterschieden wird nach einzelnen Mustern, wobei sie dieses Leistengebilde an verschiedenen Körperpartien haben. Zum einen an den Innenseiten der Hände, wie auch an den Unterseiten der Füße. Dort haben sie eine ganz spezielle Leistenstruktur, die ganz besondere Bilder beinhaltet. Diese Bilder, zum Beispiel an den Endgliedern der Finger, stellen sich da als Wirbel, als Schleifen, als Bogen, werden auf diese Art und Weise unterschieden. Sie sind dann noch versehen mit einzigartigen Merkmalen, die in der Lage zueinander tatsächlich absolut einzigartig sind. Und so besteht die Möglichkeit, einen Fingerabdruck oder auch eine Fingerspur einer ganz bestimmten Person bzw. einem Abdruck einer bestimmten Person zuzuordnen.
Die Merkmale stimmen überein. Diese Fingerabdrücke waren von dem Verdächtigen, Roger Broadway. Für eine DNA-Analyse nehmen die Ermittler eine Speichelprobe von Broadway. Die DNA stimmt mit der vom Zigarettenstummel und allen anderen biologischen Proben am Tatort überein. Die Wissenschaftler sagten uns, dass die Chancen, dass diese Ergebnisse falsch seien, kleiner seien als 1 zur Zahl der Weltbevölkerung. Aufgrund der forensischen Beweise sind sich die Ermittler sicher, dass Broadway durch die offene Tür in Escalines Haus gekommen ist und es ausrauben wollte. Er ahnte nicht, dass sie im Haus war. Escaline sitzt im ersten Stock am Computer. Sie verschickt ihre letzte E-Mail um 12.21 Uhr. Der Computer schaltet sich 3 Minuten später automatisch ab. Als Escaline ungewöhnliche Geräusche im Haus bemerkt, geht sie hinunter, um nachzusehen. Es kommt zu einem Kampf, bei dem sich das Opfer heftig wehrt, gegen den jungen Mann aber keine Chance hat. Er tötet sie. Dann schneidet er das Telefonkabel durch. Bevor er das Haus verlässt, nimmt Broadway sich eine Cola und raucht eine Zigarette. Er nimmt Escalines Kreditkarten und ihr Auto und fährt zum nächsten Automaten, um Geld abzuheben und nach dem Weg zu fragen. Er realisiert nicht, dass in der Tankstelle eine Überwachungskamera ist. Normalerweise soll diese Überfälle verhindern, in diesem Fall hilft sie, einen Mord aufzuklären. Broadway stellt den Wagen am Motel ab, sagt seinem Vorgesetzten, er müsse weg und nimmt den ersten Bus zurück nach New York. Ich nehme an, dass viele unserer älteren Mitbürger im Ort große Angst gehabt hätten, wenn sie gewusst hätten, dass ein Verrückter herumläuft. Wir hatten großes Glück, dass wir da nicht versuchen mussten, die Ängste vieler unserer Bürger zu beruhigen. Als Broadway mit den zahlreichen Beweisen konfrontiert wird, erklärt er sich des Mordes und des schweren Raubes für schuldig. Er wird zu einer lebenslangen Haftstrafe plus weitere 50 Jahre ohne Bewährung verurteilt. Roger Broadway zeigte keinerlei Reue für das, was er getan hat. Ich glaube, er hat die beste Strafe bekommen, die man ihm geben konnte. Ich hoffe, er verbringt den Rest seines Lebens damit, darüber nachzudenken. Liz Nofsinger trägt den Verlobungsring ihrer Mutter, um die Erinnerung an sie immer bei sich zu haben. Ich liebe dich und ich vermisse dich. Das ist das Einzige, was ich meiner Mutter im Moment sagen könnte. Ich wünschte, du wärst hier. Liz hat sich vorgenommen, es nicht zuzulassen, dass der Mörder auch die Erinnerungen kaputt macht. Ich will nicht, dass mein Sohn sich so an seine Großmutter erinnert und ich auch nicht. Ich möchte mich daran erinnern, wie sie gelebt hat und nicht, wie sie gestorben ist. Im US-Bundesstaat Tennessee will man alle Firmen, die vorbestrafte Kriminelle als Vertreter einstellen, nun überprüfen. Niemand wusste, dass dieser vorbestrafte, gewalttätige Schwerverbrecher in unserer Nachbarschaft arbeitete. Wir hätten daher gerne ein Gesetz, wo Leute sich bei der örtlichen Polizei registrieren lassen müssen, wenn sie vorbestraft sind. Ich möchte glauben, dass ich etwas dazu beigetragen habe, dass dieses Gewerbe sich verändert, dass es sicherer geworden ist, dass man, wenn jemand an die Tür klopft, weiß, dass er eine Lizenz hat und einen Ausweis mit einem Bild drauf. Doch selbst wenn diese Gesetze eingeführt werden, raten die Ermittler zu großer Vorsicht, wenn Vertreter vor der Tür stehen. Man kennt ihren Hintergrund nicht. Man weiß nicht, wozu sie fähig sind. Man weiß nicht, was sie vorhaben, wenn sie erst in der Wohnung sind. Ich würde jedem sehr davon abraten, Leute ins Haus zu lassen, die man nicht kennt. Schließen Sie Ihre Türen ab, egal wo Sie wohnen oder wie sicher es ist. Dies ist eine sichere Gegend, wo es nie Morde gab. Aber hier ist es passiert. Mit Hilfe von forensischer Computeranalyse, DNA-Tests, Fingerabdruckanalyse und einer Überwachungskamera konnte dieser Fall innerhalb von nur 12 Stunden gelöst werden.
Das Sammeln dieser Beweise und die Art, wie sie gesichert, aufbewahrt und ausgewertet wurden, ist ein perfektes Beispiel dafür, wie eine Ermittlung, insbesondere die Ermittlung in einem Mordfall, geführt werden sollte. Gott sei Dank. Gott sei Dank, dass wir diese Technologien haben und die Werkzeuge, um dies zu machen. Die forensische Wissenschaft ist ein wesentlicher Teil des Prozesses. Merhaba arkadaşlar, bugün inişlere kalemlik yapacağız. Hadi yapmaya başlayalım. İlk önce bir tane kürdan alıyoruz. Alayım şuradan bir tane. İki tane geldi, neyse şurada. Şu boyalarımı aldım. Aa, bir de makas. Açalım kurtanı. Ah. Şimdi keselim. Boyut mı? Boyut. İkisi de eşit boyutta. Şimdi pembeyi alalım. Pembe yapacaksak böyle ucunu ilk önce boyayalım. Çok kolay bunu yapmak. Ucu bitti. Şimdi biraz boşluk bırakıp başka yeri boyayacağız. Yani şöyle. Tamam. Böyle. Şimdi onu boyayalım. Ay, elim boyandı. Ay, kalemim düştü. Thank you.
Ama birazcık da boyarken dileniz boyanıyor. Ama ondan da bir şey olmaz. Şimdi diğer kestiğimize geçelim. Onu da...